Nächster Redner ist der Kollege Sven Kindler, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun diskutieren wir in dieser Haushaltswoche die Ergebnisse der Haushaltsberatung. Und mit diesem Haushaltsentwurf vergrößern Sie die ökologische, aber auch die soziale Verschuldung in diesem Land. Und deswegen lassen Sie mir leider keine andere Wahl. Auch hier und heute ist unsere Fraktion gegen Ihren Haushaltsentwurf. Denn wir sind gegen Ihr... Ja, kommen wir zum Dagegen. Wir sind gegen Ihre Politik der sozialen Spaltung. Wir sind dagegen, dass Sie international Versprechen beim Klimaschutz, bei der Entwicklungszusammenarbeit brechen. Und wir sind natürlich gegen Ihren Lobbyismus für die Atomindustrie. Aber wir sind ja nicht aus Prinzip dagegen. Wir sind eine werteorientierte Partei, wir haben andere Überzeugungen, wir haben ein anderes Menschenbild, ein anderes Politikverständnis und wir sind natürlich auch dafür. Wir sind für soziale Teilhabe, wir sind für 100% erneuerbare Energien, wir sind für radikalen Klimaschutz und wir sind für globale Gerechtigkeit, aber deswegen müssen wir diesen Haushaltsentwurf eben ablehnen. Und wir sind für eine gerechte Konsolidierungspolitik. Deswegen plädieren wir für einen Mix aus Subventionsausbau, aus Sparmaßnahmen, aus gerechten Steuermehreinnahmen. Und wir haben ein gutes Konzept vorgelegt, wie wir die Schuldenbremse sozial und ökologisch einhalten können. Das heißt aber auch, dass die Lasten gerecht verteilt werden müssen. Deswegen sind wir auch für mehr Verteilungsgerechtigkeit. Denn mit Ihrem sogenannten Sparpaket kürzen Sie ja vor allen Dingen bei Arbeitslosen, Sie kürzen bei armen Familien, Sie vergrößern die soziale Spaltung in diesem Land. Und das ist nicht nur unsozial, das ist meiner Ansicht nach auch ordnungspolitisch falsch, dass Sie Besserverdienende und Vermögende nicht belasten. Wir müssen uns ja angucken, was ist vor der Finanzkrise passiert, wer die Vermögen haben von den hohen Renditen auf den Finanzmärkten profitiert und müssen deswegen jetzt auch die Konsequenzen tragen. Deswegen brauchen wir eine Vermögensabgabe, damit wir die krisenbedingte Verschuldung zurückführen können. Wir müssen deswegen auch den Spitzensteuersatz erhöhen. Und liebe FDP, liebe Union, ich möchte nach diesen Haushaltsverhandlungen nie wieder das Wort von Ihnen von Subventionsabbau hören. Sie hatten in Ihren Haushaltsentwurf... Es gibt 48 Milliarden Euro umweltschädliche Subventionen. Sie wollten davon einen sehr kleinen Teil abbauen, immerhin. Dann hat aber der BDI hat aufgeheult und das war es dann mit Subventionsabbau. Da gab es nichts mehr und das ist wirklich erbärmlich. Damit befeuern Sie weiterhin den Klimawandel und damit behindern Sie den sozial-ökologischen Umbau in dieser Gesellschaft. Und was ich auch schlimm finde, dass wir in den letzten Wochen eine Debatte erlebt haben, die diskriminierend war, eine diskriminierende Debatte über Einwanderung, über Migranten, die auch von Politikerinnen und Politikern der Union befeuert wurde. Und ich finde es jetzt wirklich bitter, dass Schwarz-Gelb das Programm Soziale Stadt abwickeln will. Das ist ein Programm, das hat einen sehr wichtigen Ansatz, integrativen Ansatz für arme Familien, für Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist ein gelebtes Miteinander in Problemen führt in der sozialen Stadt. Dieses Programm wird jetzt von Schwarz-Gelb platt gemacht. Das ist nicht nur unsozial, das zeigt doch mal wieder, wie kommunalfeindlich Ihre Politik ist. Ja. Und als Grüne sind wir auch für radikalen Umwelt- und Klimaschutz. Der Klimawandel wartet nämlich nicht, bis wir die Haushalte saniert haben. Deswegen müssen wir die Zusagen, die Frau Merkel in Kopenhagen gegeben hat, einhalten, damit wir auf internationalen Klimaparkett auch unsere Glaubwürdigkeit bewahren. Wir müssen das straight vorangehen, denn gerade Deutschland als nördliches Industrieland muss seiner Verantwortung für den Klimawandel, aber auch für den globalen Süden, muss Deutschland gerecht werden. Ich finde, bei diesen Haushaltsverhandlungen haben wir klar gesehen, Schwarz-Gelb ist gegen sozialen Ausgleich, ist gegen Generationengerechtigkeit und ist gegen Klimaschutz. Und es zeigt sich leider ganz klar, wer hier gegen die Zukunft agiert. Vielen Dank.